vor 10 Jahren. Frieda Knolle vom Nationalpark Harz. Herr Knolle, mal zunächst, was haben wir Menschen eigentlich von diesem gemeinsamen Nationalpark? Riesiges Wanderwegenetz, das würde der Wanderer zunächst mal sagen, der normale Gast. Ich schätze es immer so ein, ich bin ja selbst auch hier geboren und kenne das, wenn ich mit den Bürgern spreche, es ist doch etwas Besonderes. So ein Nationalpark schützt ja wilde Natur, nicht nur einfach eine besondere gepflegte Natur, eine Orchideenwiese oder ein gepflegter Wald, sondern schützt ja diese Wildnis so. Und das ist doch, wir haben nur 4.500 Nationalparke auf der Welt, das ist doch immer ziemlich was Besonderes. Und ich stelle immer wieder fest, Nationalparke liegen im Megatrend, die sind nachgefragt. Jetzt stehen wir hier auf der Eckartalsperre, das ist nicht zufällig gewählt, denn das ist ein ganz besonderer Ort. Was hat es hier mit dieser Position zwischen Ilsenburg und Bad Harzburg auf sich? Fast schon ein magischer Ort, aber natürlich, wenn Sie so wollen, auch ein zerstörter Ort. Hier war mal ein Fluss, der Grenzfluss ist hier die Eckar. Hier hat man in der Nazizeit eine große Talsperre, eine Trinkwassertalsperre gebaut. Aber diese Talsperre steht symbolisch für das Zusammenwachsen, denn es war früher eine West- und eine Osttalsperre. Ne? Und der Wanderweg von Bad Harzburg nach Ilsenburg geht über diese Talsperre. Und übrigens auch zum Brocken. Es ist der Teufelsstieg. Und da sind wir schon wieder mitten beim Tourismus. Das ist eine sehr beliebte Wandergegend hier. Also Nationalpark und Tourismus, da schließt sich ja eigentlich überhaupt nicht aus. Das spüren wir und unsere Ranger ja täglich.